Herr Wilfried Hopfner, die Finanzmarktaufsicht möchte möglichst noch im März Neuvergaben von Fremdwährungskrediten unterbinden. Was ist der Grund für dieses Vorgehen? Die Finanzmarktaufsicht hat schon längere Zeit internationalen Druck auf die Fremdwährungskredite in Österreich. Österreich ist in Europa, nimmt eine Ausnahmestellung ein, weil insbesondere bei uns viele Österreicher sich im Schweizer Franken und damit in Fremdwährung verschulden. Das Thema ist einfach das, dass die großen Fremdwährungskredite im Schweizer Franken für die Finanzmarktaufsicht und für die internationalen Aufsichtsbehörden insofern ein Dorn im Auge sind, als dass hier viele Menschen in Österreich von extremen Kursschwankungen betroffen sein können. Ich betone können. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Schweizer Franken in beide Richtungen sich entwickelt hat. Einmal stärker geworden, einmal stärker gegenüber dem Euro geworden. Und es bedeutet, wenn ein Kunde im Schweizer Franken ist und der Schweizer Franken gegenüber dem Euro aufwertet, dann ist das eine Verteuerung des Kredits. Sprich, schlussendlich muss der Kunde mehr zurückzahlen, als er aufgenommen hat. Was können Kunden und tun, die bereits einen Schweizer Franken-Kredit am Laufen haben? Ganz wichtig, Kunden, die jetzt schon den Schweizer Franken für ihre Wohnbaufinanzierung verwendet haben, die können im Schweizer Franken bleiben. Wir empfehlen aber diesen Kunden auch schon seit langem, dass sie sich immer wieder über die Kursentwicklung Gedanken machen, dass sie diese sehr genau im Auge behalten. Und auch hier ist es richtig und wichtig, sich immer wieder einmal mit seinem Berater, mit seiner Beraterin zusammensetzen, analysieren, wie ist die Situation. Wie sieht die Lage speziell in Vorarlberg aus? Da wir doch viele Personen haben, in der Schweiz arbeiten. Vorarlberger, die ihre Einkünfte im Schweizer Franken haben, sind von dieser Regelung nicht betroffen. Mir ist auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass all jene Vorarlberger, die jetzt schon einen Schweizer Frankenkredit haben, davon auch nicht mittelbar betroffen sind. Es geht jetzt um die Neuvergabe und es geht hier ganz spezifisch um ein Produkt im Schweizer Franken, nämlich um einen endfälligen Fremdwährungskredit im Schweizer Franken, verbunden mit einem Tilgungsträger. Das ist ein Produkt, das die FMA künftig nicht mehr im Markt haben will. Was genau bedeutet das nun für die Kunden? An wen speziell können sie sich wenden? Was wir immer gesagt haben, Bankgeschäft und das Kreditgeschäft ist ein typisches Bankgeschäft, ist es richtig und wichtig, sich rechtzeitig, wenn man bauen will, wenn man sich Wohnraum schaffen will, mit dem Berater seines Vertrauens in Verbindung zu setzen und die mögliche optimale Finanzierung zu suchen. Es ist die Wohnbaufinanzierung in den letzten Jahren sehr stark im Schweizer Franken passiert, aber die Alternative im Euro ist heute von der Zinsdifferenz her auch eine interessante Alternative und das Thema Bausparkredit, Bauspardarlehen im Zusammenhang mit der Wohnbaufinanzierung ein wichtiges Produkt.